So, hier kommt die Nummer 5. Hier ist Poetry Slam für euch. Therese Degen, einen großen Applaus. Das Mikro ist voll gut zu verstellen. Das ist sehr cool. Hallo, ich komme aus Stuttgart. Ist das jetzt negativ? Okay. Und der Weg war heute relativ lang. Also ich musste heute in Göppingen und in Geislingen und in Plochingen und überall umsteigen, weil irgendwie nichts gefahren ist. Und ich habe euch einen Text mitgebracht. Und der kommt bei Leuten, die Klaus heißen, nicht so gut an. Heißt hier jemand Klaus? Okay, sorry. Ich habe es jetzt mal mit K geschrieben. Der Text heißt Alte weiße Männer. Der Text ist entstanden für einen Klimaslam und ich wusste erstmal nicht, was ich da schreiben soll. Und da war ich nachts irgendwann bei Facebook und dann ergab sich alles so wie von selbst. Bei Facebook ist Nacht. Alles schweigt, nur einer kommentiert, der alte weiße Mann. Er heißt Klaus. Sorry, Klaus. Er erweitert Gretas Namen in einem Kommentar um den Zusatz Thunfisch. Ich erweitere Klaus' Namen gedanklich um den Zusatz SUV, du Sau. Klaus SUV, du Sau, erzählt ziemlich randomly, wie er früher die 27 Kilometer zur Schule auch immer mit seinem Klapprad bewältigen musste. Durch dunkle Wälder, ohne Helm und mit seinen 5 jüngeren Geschwistern auf dem Gepäckträger. Die sprangen unterwegs abwechselnd auf und ab, um eventuell liegen gebliebene Weltkriegsbomben zu entschärfen. Klaus SUV, du Sau, empfiehlt Greta einen Schulabschluss. Mit irgendwas müsse man später ja Geld verdienen, um Väterchen Staat nicht zur Last zu fallen und sich ein Smart Home leisten zu können. Ich empfehle ihm einen Schulabschluss. Irgendwann muss auch Klaus SUV, du Sau, schließlich lernen, das und das zu unterscheiden, selbst nachts bei Facebook. Bei Facebook ist Nacht. Wie hatte es dieser alte, weiße Mann nur in meine Freundesliste geschafft? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single bei Parship. Alle 12 Minuten befreunde ich, mittelalte, weiße Frau, mich bei Facebook mit einem Vollidioten. Klaus SUV, du Sau, lässt nicht zu, dass irgendjemand sich beschwert, wenn er seine Kindheit nicht mindestens durch den Abbau von Kobalt einen Impfschaden oder eine Dosis Ritalin verloren hat. Oder eben, wenn er zu Weihnachten über Jahre hinweg nur 2 Paar Socken bekam, von denen er eines als Handschuhe benutzen musste. Klaus SUV, du Sau, ist einer von denen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Menschen. Ich hätte ihn gerne als Wegfunktion, damit ich morgens schneller aus dem Bett komme. Oder als Personal Trainer. Ich wäre mit dem Klapprad durch die Antarktis, bevor er einmal so viel Sandthunfisch sagen kann. Als Facebook-Freund finde ich ihn überbewertet. Die Entfreundung passiv-aggressiv, Teil 1. So galt es, die kommenden Schritte gut zu planen. Ich hatte Sorge, ansonsten in einem kommunikativen Sog zu landen, der den Bogen von CO2 über Grönemeyers angeblichem Wunsch nach Weltherrschaft bis zum Nudelsalat als Ursache von Autismus schlagen würde. In Notlagen aller Art hilft Lyrik, dachte ich, und erstellte einen Post, auf dem geschrieben stand: How dare you, sagt das Kind mit Zöpfen, Konsum steigt uns zu unseren Köpfen, komm, lass uns evidenzbasiert kreieren, was die Zukunft ziert. Erwartbar und prompt fährt Klaus SUV, du Sau, mich an wie ein E-Roller auf Koks. Evidenzbasiert? Fragezeichen. Darauf folgt in seinem Kommentar eine Reihe hysterischer, grinsender Emojis. In Gedanken höre ich ihn lachen. Ich stelle mir vor, dass das Amüsement in einem krächzenden Husten endet. Die TBC-Impfung hatte man bei ihm ausgelassen. Er schreibt ächzend etwas von der angeblich widerlegten Hockeyschlägertheorie und von Wissenschaftlern, die Millionenbeträge zahlen müssen, um zu verschleiern, dass Nudelsalat Autismus auslöst. Die Entfreundung, passiv-aggressiv, Teil 2. Ach, ihr alten weißen Männer, alte Zeiten, lobt ihr Kenner, steigt aus eurem SUV, sonst sehen wir die Zukunft nie. Klaus SUV, du Sau, widmet mir ein Wutsmiley und das Label links Populistin. Er schreibt noch etwas von der Feind hört immer mit und ward dann nie mehr in meiner Facebook-Chronik gesehen. Ich glaube, er hat sich als Diesel reinkarniert. Ja, die Übergänge. Ich habe vor langer Zeit mal Philosophie studiert. Ich habe Philosophie fertig studiert. Genau, und aus diesem Grund habe ich eine Schrödinger-Reihe geschrieben. Und ich lese jetzt den zweiten Teil meiner Schrödinger-Reihe, die 2 Texte umfasst.
Und es ist ein Mitmachtext. Also wenn ich so meinen rechten Zeigefinger hebe, dann dürft ihr sagen, Katze vegan bitte. Und meinen linken Zeigefinger, Tintenfisch vegan bitte. Können wir gerade mal üben? Okay, das ist schon ganz gut, so können wir arbeiten. Schrödinger 2, Schrödinger 2a, Schrödinger und das Glück. Ich möchte mich vorab für die Nudelmetapher entschuldigen. Ich war ein wenig cannelloni. Und da habe ich neulich meinen imaginären Freund Schrödinger erfunden. Es gibt ihn und es gibt ihn nicht. Wobei er mir gerade zum wiederholten Male erklärt, dass das ein Kategorienfehler ist. Er sei nicht seine Katze, Frankenstein nicht das Monster und Diddle-Diddle-Di-Da-Da-Da auch nicht aus Spiel mit das Lied vom Tod. Ich nenne ihn Nerd und lade ihn auf einen Döner ein. Mit oder ohne Katze? Fragt die Verkäuferin schelmisch. Wir kennen das schon und so tönt unsere Antwort wie Donnerhall. Donnerhall. Schon mag man uns wieder nicht und da sitzen wir vor einem Brötchen mit etwas zu scharfem Kraut mit einem Surrogat, das an veganes Katzahn erinnert. Extra saugfähig. Ich gestehe ihm, dass ich bei Markennamen wie Superdry grundsätzlich an Pampers denke und male mir ausführlich die Vorteile aus, die Familie Schrödinger bei der Reinigung der Katzentoilette haben mag. Schrödinger möchte lieber über das Glück reden. Er fragt mich, ob ich mich noch erinnern kann, wie ein Mitpatient von mir mal unwissend einen Glückskeks samt Botschaft gegessen hat, den ihm zum Abschied jemand an den Tellerrand gelegt hatte. Ja, Leo hieß der. Und sollte das Herunterschlingen von Nahrung ein Zeichen von Lebensbejahung sein, dann wären er und die Python ganz vorne mit dabei. Wir singen Isn't It Ironic und überlegen uns, wie der gummierte Zettel potenziell mit Leos Innereien hätte verwachsen können und Jahre später als Botschaft bei einer Bauchspiegelung wieder auftauchen. Achten Sie in der nächsten Zeit auf Ihre Verdauung oder das Glück frisst den, der das Glück frisst. Wie das legendäre Sandkorn in der Muschel hätte sich die Botschaft vielleicht in eine Perle oder in einen Stein verwandelt. Stell dir vor, du wachst auf und das Glück steckt in deinem Gallengang. Das Leben hat seine ganz eigene Ironie, mein Schrödinger. Stell dir mal vor, du sitzt im Kino und bist gerade drauf und dran, an einem dieser doofen Popcornhäutchen zu ersticken, aber keiner merkt's, weil du unbedingt den Katastrophenfilm mit dem Titel Husten Teil 3 ansehen wolltest. Oder du wartest auf deinen großen Durchbruch und dann ist es nur der Blinddarm. Schrödinger 2b, Schrödinger und die Kunst. Zurück zu Leo. Bei rechtzeitiger Diagnose hätte man kurz nach dem Schlucken des Kekses empfehlen können, Kraut mit viel Schaf zu essen und in den nächsten Tagen den Stuhlgang regelmäßig auf gummierte Glückskekszettel-DNA zu untersuchen. Angenommen, wir hätten in unserem Bauch nicht nur Dünndarm, Galle, Leber, sondern auch einen Schredder, dann wäre der ausgeschiedene Zettel ein echter Banksy. Ich beschließe, Schrödinger ab sofort Schrödinger zu nennen und plane die entsprechende Textreihe zum Thema Kunst und Verdauung. Slam ist aber ein bisschen wie das Live-Sushi, das in Korea manchmal angeboten wird und dessen Protagonist ein noch lebender, gestückelter Oktopus ist. Entscheidend ist, dass man mutig ist, weil die Tentakeln sich beim Schlucken festsaugen könnten. Und dann erstickt davon gerade jemand. Alles gut? Okay. Und dann erstickst du vielleicht daran, weil die Zuhörer denken, das gehöre zur Show und du würdest Husten Teil 3 lesen. Stell dir vor, der noch lebende, gestückelte Oktopus, also deine Kunst, wäre Paul und könnte nach einer Umschulung die Ergebnisse der Frauenfußball-WM vorhersagen. Vielleicht ist das für viele nicht so interessant, aber gerade so voll dein Thema, an dem du fast erstickst. Kunst darf ruhig ein bisschen Harakiri sein, also lasst uns auf die Bühnen gehen und wenn die Muse uns küsst und fragt, was darf's denn sein, dann rufen wir... Danke. Einen habe ich noch, das ist ein Weihnachtstext. Ein Weihnachtstext. Er trägt den Titel 50 Shades of Knecht Ruprecht. Saftgewitter, Edelbitter, Teilzeit schlittert in den Dreck. Nadelzwerge selbst gestrickt, Schwiegermutter ausgetickt. Nur noch 8-mal schlafen. Wer diese Information anzweifelt oder die angezweifelte Information überprüft, wird mit Last Christmas nicht unter 2 Jahren bestraft. Nur noch 8-mal schlafen, wenn Gott will, wenn Ottos Mops kotzt. Zitat, wenn Heiner nicht mehr kleiner ist als der Blautopf. Und wenn dieser frustrierte Pianist nicht gerade im für dich ungünstigsten Moment sein Klavier aus dem Fenster wirft, das dich aussehen lässt wie ein vom Sushi-Meister deines Vertrauens bearbeitetes Stück Zuchtthunfisch, also wie Captain Iglo. Wenn du Glück hast, gibt es auch dieses Jahr Geschenke. Weil ich ein merkwürdiges Hobby habe, bekomme ich jedes Jahr aufs Neue eine dieser Plastik-Hula-Puppen geschenkt, die auf Sonnenenergie reagieren. Was niemand weiß, ich habe sie in einem Akt tiefster Frustration auf Solarbitch 1-7 umgetauft. Und bereite mit ihnen aktuell den Armageddon vor.
Dafür habe ich sie von Hüftewackeln auf Cancan umtrainiert und wir singen im Kanon Last Christmas I Gave You My Heart. Aktuell, aktuell, meine Damen und Herren, hier ist Ihr Präsenzservice. Schenken Sie dieses Jahr bewusst. Nichts. Eier von männlichen Küken, Nadelzwerge aus der Produktion gefallene Mädchen und gestürzter Frauen, Waldorfsalat, also Salat ohne Ecken. Ach komm, der war echt gut. Wenn du besonders viel Glück hast, gibt es einen Erlebnisgutschein von Johann Heitzer, Name von der Redaktion geändert. Tauchen im umgekippten Blautopf. Das ist wie Schwimmen in Spinat, aber du bist der Blub. Aktuell, aktuell, hier ist Ihr Präsenzservice. Wir schalten an dieser Stelle rüber zu den Bewertungen unserer Kunden. Ja, guten Tag, ich bin überaus unzufrieden. Mein Mann hat mir zu Weihnachten dieses Sushi-Messer geschenkt, dann hat er mich genervt und jetzt sieht er aus wie Captain Iglo. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Meine Frau hat mir dieses Nichts geschenkt und ich war eigentlich ganz happy, bis es angefangen hat, ständig Last Christmas zu singen. Ich bin Pianist und ich kann ohne Übertreibung sagen, Leben wurden gerettet. Ich habe von einem guten Freund Ohrstöpsel aus der Produktion der gestürzten Frau von Captain Iglo bekommen. Endlich höre ich mich nicht mehr selber. Nur noch 8-mal schlafen, wenn Gott will, wenn Ottos Mops kotzt und wenn Heiner nicht mehr kleiner ist als der Blautopf. Zum Glück sind Reime kein Naturgesetz. Alle Kinder stehen bis zum Kopf in Wasser, nur nicht Heiner, der war kleiner und damit auch nur ein Blub in dieser monumentalen Spinatschüssel, die Leben heißt. Saftgewitter, Edelbitter, Teilzeitschlitter in den Dreck. Nadelzwerge selbst gestrickt, Schwiegermutter ausgetickt. Danke schön. Therese Degen! Wow!